Moin zusammen, Hülle am Start mit Road to Platin, League of Legends. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Wir haben den 24. Mai, einen Tag, nachdem wir wieder gestreamt haben und höchstwahrscheinlich die Folge irgendwann Juli, August, ich weiß es nicht, wann die Folge rauskommen wird. Könnte natürlich sein, dass die auch eher rauskommt, weil bei den ganzen Loose-Serien ist ja jetzt das ganz Neue. Das habt ihr ja schon mitbekommen, dass ja jetzt die Loose-Serien ja zusammengeschnitten worden sind, das Ende ja immer da ist, aber die besten Aktionen gezeigt worden sind, die besten Rage-Momente, wo ich mich aufrege, welche Theorien ich da aufsetze, was, whatever. Das ist ja jetzt alles zusammengefasst, damit ihr euch nicht langweilt, damit, wenn so eine Loose-Serie wie das letzte Mal passiert, halt so 5-3 Games hintereinander geloost werden, halt die zusammengefasst werden in einem Video, so 20-30 Minuten, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt gemacht habe. Werden da kommen. Die Leute, die im Stream, die fragen sich, was meinst du denn? Das kennen wir noch nicht. Ich spreche gerade mehr oder weniger in der Zukunft für das heutige Video. So. Ja, ich spiele natürlich wieder als Support. Was, whatever, im ersten Spiel des Tages spiele ich meistens immer Support. Ist wahrscheinlich immer klar. Mit dem Varus auf der Botlane kennen wir ja schon die Composition-Kombination. So, ich weiß nicht, was er für Runen dabei hat. Irgendwie Love Speed, ne? Irgendwie Mischmasch. Ja, Wei ist im Jungle, Annie in der Mitte und ein Rumble auf der Doppel-Lane. Sehr schön. So. Haben wir den erstmal schön geholfen. Ich glaube, zweimal getankt oder so. Bei Crump-Schüsse getankt. So, kriegst du den? No, er hat mir den anderen versagt. Aber die Experience haben wir bekommen. So, verpiss dich, Junge! Du! Geh aus dem Busch raus! LOL! Nein! Ich hab's falsch geskillt, nicht den Stun, ich hab's ranziehen geskillt. In dem neuen Patch übrigens, der jetzt höchstwahrscheinlich schon draußen ist, der 5.10er, müsste dann eine 5.11er oder 12er sogar draußen sein bei diesem Video. Aber für Leute im Stream wird die Zenitklinge, die Hitbox, geändert. Es ist natürlich was Tragisches. Es ist wirklich was Tragisches. Leute, ich habe hier kein Level 2 und ich habe keinen Stun, ja. Also. Oh. Good job. Jetzt bin ich Level 2. Tja, hättest du mal mehr gelastetet, besser da gelastetet, dann wären wir auch Level 2 gewesen. Aber natürlich, wie es auch soll, sein soll, geht das halt nicht. Hm. Er ist noch immer Level 1, ich werde dann höchstwahrscheinlich gleich Level 3 sein. Höchstwahrscheinlich. So, er ist Level 2, sehr schön. Ich bin jetzt Level 3, die sind noch Level 3. Also eigentlich fast ein komplettes Level sind die vor denen. Kann man ja wirklich so sagen. Erstmal an derjenige, der gerade dazu gejoint ist. Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich, mein Freund. Er will auch rangehen, oder? So. Der will auch aus irgendeinem Grund rangehen und wird immer gecrappt. Das ist ja der Hammer. Das ist ja wirklich nicht mehr feierlich, was der Typ hier anstellt. Jetzt muss ich immer vor den stehen, das ist halt das Ding. Ja, wenn du den getroffen hättest, wäre es schon besser gewesen irgendwie. Ja, sehr schön. Ich werde erstmal so einen kleinen Sash-Kickchen essen, damit ich erstmal wieder zu Kräften komme. Weil ich werde erstmal wieder... Ein bisschen vorsichtig musst du schon sein, mein Freund, ja? Hallo, ist da jemand? Der Red Buff tickt nicht mehr? Krass! Also haben wir jetzt eigentlich umsonst geflasht. Weil es vorher eigentlich total sinnlos. Den Assist habe ich auch nicht bekommen, also war das für mich alles Zeitverschwendung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So,
So, hat der Varus überhaupt? Der Varus auch nicht. Die Dings hat einfach den Kill gekriegt. Aber ist auch kein Problem. Weil, wenn Vi Early Anführungsstrichen gefeedet wird, kann man auch kein Feed nennen. Das war eigentlich ein sicherer Kill. Der muss gekillt werden. Das war eigentlich sicher. Wenn die Vi nicht Bottom gekommen wäre, dann wäre es eigentlich wahnsinnig. Weil kein Flash, kein Heal, nichts, nada. Gar nichts hatte der. So. Also war das easy measy. So, der Lucian ist wieder da, da kann sich eine Pickaxe holen. Bin gespannt, was er sich holen kann. Müsste jetzt eigentlich noch ein bisschen warten. Ne? Nein, müsste ich 100 Gold warten. Um überhaupt was Ordentliches zu holen. Wow. Tja, mein Freund, das war ein bisschen knapp. Aber meine Güte. Was hat er sich denn geholt? Hat das erweiterte Item davon geholt? Sehr schön. Ich hole mir jetzt mal ein paar Boots. Naschkeks, den könnte ich mir jetzt nicht leisten. Das werde ich auch jetzt. Ah, doch, ich kann da noch ein bisschen basen. Klar, für ein Kekschen. Damit wir ein bisschen besser drauf werden. Und ein bisschen Hallis. Ein bisschen schön tryharden hier auf der Botlane. Das ist alles. Anscheinend gankt die Vi auch ordentlich. Also zumindest der Rumble freut sich. Der Rumble ist auch nicht. Ja, geht klar. Konzentriere dich doch auf das scheiß Minion da. Ich hab sowas ab. Das nennt sich Relikt-Schild. Eine kleine blaue Kugel. Ich nenne es Seele, die den anderen die Seelen raubt. Und in was Tolles umwandelt. In Leben umwandelt. Wenn man es so beschreiben kann. Eigentlich müssten ja ein paar Items mal in der Beschreibung stehen. Das wäre mega lustig. Wow, er lässt sich aber auch immer crappen. Er lässt sich immer und immer wieder crappen. Es ist ja der Hammer. Es ist ja nicht mehr feierlich. Da kannst du ihn ja nicht mehr protecten. Du kannst ja nichts machen. Nada. Ja, irgendwie ist er dumm. Ich weiß auch nicht. Es ist komisch. Es ist wirklich komisch. Alter Schwede! Fick dich! Mann! Ich schreibe nie wieder was. Schreiben ist scheiße. Tut mir leid gerade. Dummer Gang von der Vi. Definitiv. Der hätte nicht so krass reingehen sollen. Das war einfach dumm. Das war natürlich easy kill. Eigentlich wegen Ulti geused, alles mögliche. Aber durch das gerade, durch diese Aktion, wieder ein Kill. Ne, der Trash hat den Kill sogar bekommen, der war Mann. Ne, der Trash hat den Kill von mir bekommen. Whatever. Der Skatten. Skana hat den Kill von mir bekommen. Egal. Auf jeden Fall war das unnötig. Es war definitiv unnötig. Er kann sich jetzt ja das holen, was ich mir auch gedacht habe. So, wir können Bottom eigentlich so gut wie nichts machen. Er hat sich das Sword-Item noch nicht geholt. Krass. Was war denn? Jetzt ist erstmal das komplette Item geholt. Krasser Mist. Krasser Scheiß. Schön. So, ja. Der Varus, ja, das ist schon mal sehr schön. Er könnte mal sein Twinket hier reinsetzen, aber der nette Herr will's. Alter, hätte Herr Wills wahrscheinlich. Ja, dann. Das ist Fulcrum. Ja, ist das normal? Der lässt sich wieder crappen. Anscheinend Dodge Skills 0. Na, ja, ist er da mal. Es ist da. Ja. Dodge Skills 0. Alle frage ich mich.
Ja klar. Das Spiel läuft schon mal sehr gut. Es ist jetzt so 2-7 gerade. Es ist gerade wieder prima Ballerina, muss man ehrlich so sagen. Ayla hat einen Kill, der Lucian hat 3. Ja, ich dachte, wenn er halt schon die Typen bannt, wo er nicht klarkommt. Dachte ich, er kann dann halt, er ist halt auch gut dann als ADC. Das denke ich ja dann halt. Wenn ich schon die ganzen Gegner halt, eine Kalista und eine Vayne banne, weil ich finde jetzt eine Vayne jetzt nicht so krass, eine Kalista ist ein definitiv akzeptabler Bann, muss ich sagen. Aber eine Kalista ist halt so eine Sache, eine Kalista ist ein akzeptabler Bann, Vayne ist halt so eine Sache, ich finde gegen Vayne kommt man easy noch klar, definitiv. Aber der wird halt so, wir sind Level 6 eigentlich die Combo-Wombo-Combo, aber wir können es eigentlich gleich auch vergessen eigentlich. Das neue ist, der Tower ist auch down, sehe ich gerade. Es ist ja mega toll. So. Er kann halt nicht farmen. 50 farmen, 51 farmen, 30 farmen ist er da vorne. Also, ja, eigentlich braucht die Vayne gar nicht zu gängen. Die hätte jetzt ermittelt gehen können und da helfen können. Meine Meinung. Aber man weiß anscheinend nicht. Die Regel never gank a losing lane. Macht man nicht, macht man wirklich nicht. Außer man ist zu viert eventuell. Aber wenn halt die anderen, die höchstwahrscheinlich, wenn die höchstwahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man sie killen kann. Die macht den Wort nicht weg. Was ist denn mit dir verkehrt? Ja, so, ja, das ist halt die Combo Rambo, die wir haben. Ohne der Wildcard eingekillt. Find's halt. So, mach mal einen Drake. Ich komme. Meine Gutste. Sehr schön. Wäre natürlich besser gewesen, wenn der Varus beide Kills bekommen hätte. Wäre natürlich besser gewesen. Don't take all kills. Ich finde, ja, 3 Kills reichen meiner Meinung auch. Danach muss er sich keine Kills mehr nehmen. Aber gut, wenn die anderen die halt nicht bekommen, ist halt so eine Sache. Rumble muss halt auch ein bisschen rankommen. Das verstehe ich auch, dass er ein bisschen rumhüllt und ein bisschen blamed. Sagt, ey, Alter, was ist denn da wohl? Hat auch keinen Mana für Ult. Also, als wird sich die zukünftige Frage, die ich eigentlich stellen wollte. Wann hast du Zeit für Ulti? So, da ist der Ward. Wenn ich gesehen hat, der Depp. So. Schön. Ich hoffe, der Bot wird hier nicht weggemacht. Weil es ist natürlich 13. Minute, Bot Tower und Top Tower ist down. Es ist sehr krass. Das habe ich lange nicht mehr miterlebt. Dass so viel Mist passiert. Ich muss es einfach mit Mist sagen. Und dass er immer noch nicht weggeht in der Zeit, wo er Bett gehen konnte, weil er einfach kein Mana hat. Wir können den nächsten Fight einfach nicht fighten, weil er seine Ulti nicht machen kann. Sehr schön. Sie machen den Pink Ward weg. Zum Glück habe ich mir den nächsten Mucky Ward geholt. Ah. Okay, alles klar. Sehr schön, Alter. Hätte da auch mal hergekommen. Warum wir anfangen dann damit? Badapapa, badala. Längst von Strauchen. Alles ist ein Ernstwitze. Was geht denn mit dir verkehrt, Alter? Ulti! Rumble kriegt auch richtig aufs Fressbrett von der Diana. Diana steht 3-2. Na ja, gut, geht halt. Geht halt so ein bisschen. Thank you.
Welt auf der Pink World Division macht, finde ich krass irgendwie gerade. Finde ich atemberaubend! Weil, gerade eben gesehen und gerade eben nicht gesehen. Mal auf den Worten sitzen. Ja, ich dachte, du gehst jetzt darauf, weil Instant Ulti incoming. Komm! Putz! Weg ist er! Ja, der Ward auf der Botlane ist mega geil. Wie viel hat das Set? Set hat 3-0! Alter! Kranker Scheiß! Putz, Ward. Alter, er probiert halt immer zu predikten, oder? Kann das sein? Er probiert es aber immer. Ich weiß halt auch nicht, auf wen ich gehen soll, weil der Lucian ist halt, naja, ein bisschen geflogen. Sehr schön. Sehr schön! Ich weiß nicht, ob wir noch ein Tor machen können. Ja, ich tanke. Ja, ich mach da nichts. Wenn der Set gleich kommt. Diana is incoming! Können die nicht machen, Leute. Können sie nicht machen? Wir können sie. Ist ein little bit stupid? Ja. Stupid as fuck. Verpiss dich da! Meine Güte! Wo ist denn euer Problem? Überhaupt in solche Sachen da noch reinzugehen, das ist halt die Frage. Wo ich mich frage, warum macht man sowas? Wir pingen alle back, wenn man alleine schon auf das Blatt sieht. 4-2 Diana, holla die Hossa, das ist mega krass. Sie macht Damage as fuck, sie macht allein, hat schon alleine übelst einen krassen hohen Grundschaden. Das ist eklig, das ist nicht mehr witzig. Ist noch ein Kill? Sehr schön. Ich brauch dann irgendwie nur ein Echo, bist du? Okay. Da ist Diana, ich lauf weg. Diana ist da, lauf weg, Leute. Da ist eine Diana. Diana ist böse. Ich hab Respekt vor Diana, definitiv. Ja, und sie ist nicht mehr Full Life oder sowas. Das ist nicht dein Ernst! Komm her, du Wichser! Nein, da lauf ich weg. Ist der überhaupt ein Bo- Das ist doch nicht mal ein Busch, oder? Der ist ein Busch! Leute! Guckt euch den Wort an! Der ist ein fucking Busch! Krass! Alter, wie viel Wischen der auch macht! Alter, der war nicht geplant. Der war definitiv nicht geplant, der Wort. Aber? Der war Sahne. Noch eins ab. Das ist ein Sahnehäubchen.
Nee, nee, nee. Der Kirsche auf dem Sand. Nee. Na egal. Wie auch immer. Ein guter Wort, der nicht gewollt war. Definitiv nicht. Zu 11.18. Ah ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus. Ja. Lucian hat immer noch keine Chance. Nee, Davos hat keine Chance gegen Lucian, aber ich weiß nicht, ob er überhaupt in irgendeinen. Ja. Ja, warum soll er denn irgendwie? Ich würde sagen, ja, Diana, oder? Ah, ich würde mal ja sagen, Diana. Oder Diosa. Putz, Junge! Ich würde mir ja mal ein bisschen Magic Rest holen und nicht nur auf Damage gehen, meine Gute. Das hat sich schon geholt. Ja, so. Würde mir ja mal auch ein bisschen mal mehr Tanky bauen. Würde ich meinen. Ist nur ein guter Rat, mehr nicht. Aber na gut. Ich glaube, er hat höchstwahrscheinlich das eine Spiel gesehen, wo Maxim sein Bruder mitgezockt hat. Der nette Johnny. Ne, Ivan hier. Der heißt den Dings. Johnny. Trotzdem er gebührt! Tot! Sehr schön! Pushen! Diana wieder da! Einer ist leider gestorben, ein Kamerad. Ja, wir können noch machen. Natürlich können wir auch Battle machen. Oh. Nein, das sind die Barons! Das sind die Barons, Leute! Wir pingen erstmal für Baron! Nice call! Das sind die Barons, die immer wieder gut laufen. Aber weiß nicht, man guckt wirklich so viel, meiner Meinung nach, so viel LOL. Man guckt sehr viel LOL. Ich zumindest gucke sehr viel LCS. Und gucke, was man da für Fehler hat. Man hat schon öfters gesehen auf einer Pro-Szene, dass da irgendwelche Dinger sind, die halt einfach mal mistig waren. Nur einfach wirklich zu sagen. Es war nicht mehr spaßig. Better make the world. Putz! So, der Rampel muss gefeedet werden. War da jemand? So, der Tower ist wahrscheinlich down, wie ich sehe, oder? Noch ein Wort? Ne, immer nicht. Schade. Ich habe auch gestern gestreamt. Hör mal. So, wo ist denn der? Da ist er! Weiß nicht. Ich habe Angst irgendwie vor dem. Du hast mich ausgetrickst. Hey, sehr schön. Oh, er hat mich getroffen. Hör mal. So. Da ist ein Set. Hallo. Wie geht's dir denn so? Da ist ein Trash. Muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass er das kleine Mädchen schnappt hier. Der Drake ist incoming. Ja, stimmt. Wir müssen den Drake fighten. So. Können natürlich erstmal auch Mitte rippen. So.
Ha! Habe ich euch gefunden, ihr Kunden. Putz, Alter, da fliegen sie alle weg. So, Drake. Nein! Da haben wir ihn bekommen. Sehr schön. Da habe ich einen Baron einen Drake selber bekommen. Sehr gut. Brauch noch ein bisschen Gold. Eigentlich wäre Mist. Hätte ich das mal ja nicht gemacht. Weil ich brauche noch 50 Gold, um mir dann Solari zu holen. Wir kommen mal wieder back. Rumble, Annie, meiner Meinung nach, sehr schön Late Game. Technisch. Sehr schön. Skana hält noch nicht so viel aus. Hat sich gebraucht, sind doch halt geholt. Sie baut jetzt, glaube ich, mal einen Death-Item. Sieht zumindest so aus. Ich weiß es noch nicht. Kann sein, muss nicht sein. So. Haben wir das Item hier gekauft? Fertig aus. So, das tun wir ja auf C. Wir tun die Worts auf C. Nicht wie gestern, als wir das Sonias gedrückt haben und C nicht funktioniert hat. Ich komme! Mal bottom. Weil wir müssen ja, wir dürfen uns hier nicht nur auf einen fokussen. Wer bottom? Hallo! Meine lieben Damen und Herren, ich brauche bottom Hilfe. Leute, jetzt nicht nett. Nice, I'm feeling nothing. Ich hab ein Pinging. Ist das schön. Es ist lächerlich. Es ist gerade lächerlich, was passiert. Wir jagen eher jemanden, killen er. Na, boah. Wow. Wow. Wir hatten lieber einen Kill hinterher, als was wir anderes machen. Der Rumble hat sich auch wieder killen lassen, aus irgendeinem sinnlosen Grund. Ja. Ich würde gerade sagen, der fährt zu zweit. Natürlich auch sehr nice. Ist halt einfach uns wieder groupen oder so. Natürlich haben wir auch gerade wieder keine Wischen. Das ist natürlich dann mein Verschulden, leider. Sie haben die Krabbe gemacht. Nur noch ein Wort bei Baron hin. Was wir hier gehen auf Pinkwort jagt. Ich weiß nicht, ob jemand Pinkwort hört. Ich finde es ja wirklich krass. Wir haben ja heute schon drei Leute im Stream bei Twitter halt schon favorisiert oder gefordert. Ich finde es natürlich geil. Erstmal lieben Dank, wenn es auch nur Amis sind und ich nichts mit denen dann zu tun habe und es sind nur Frauen, Leute. Es sind nur Frauen. Ha! Leute. Das sagt ja schon einiges. Meine lieben Freunde. Ich lauf dir hinterher. Du kleiner Motherfucker. Pitz. LOL! Ich hab ihn extra weggeflasht und bin eigentlich dahin gegangen.
Nevermind. Ich bin ja noch auf dem letzten Dinger und die Tode zusammen. Was hat er denn so schönes? Sehr schön. Hat er denn mitgeholfen, oder? Geh bei. Aber wir haben uns das Item. Adriana! Moment, 413 HP. Sehr schön. Der ist tot. Tod dem Ehre gebührt. Zum Tor nicht, ich glaube nicht, oder? Jo, Alter! So, die waren ja alle lowlife. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Mann. Sehr schön. Das ist unser dritter Track. Keiner sieht den Board, oder? Kann das sein? Homeguards kann ich mir leider noch nicht holen. Das ist schade. Das ist sehr, sehr schade. So, müssen jetzt mal langsam... Da wird hier noch mehr Tengi. Das ist schon mega eklig. Ernst jetzt? Doch. Danach. Einfach auf den Support fokussen, Leute. Wer geht da rein? Oh, oh nice, oder? Deine Ulti! Setz deine scheiß Ulti ein! Oh. Alter, ehrlich. Rennt alle einzelne neu. Alter. Bitte noch. Ja. Naja. Wie man sieht. Wie man gerade den Fight sehen kann. Ich finde einfach, der Varus macht seine Ulti einfach viel zu spät. Macht definitiv seine Ulti viel zu spät. Wir müssen auch mehr die Annie protecten. Das ist auch mir definitiv bewusst.
Aber der Varus hebt sich irgendwie bis zum letzten Rest auf, bis zum letzten Zipfel und sagt sich, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Aber es ist halt irgendwie falsch ab. Das war sehr schön. Oh. Fighten wir da wieder oder was? Ah, das ist ja wieder, aber jetzt sicher. Wir brauchen Y. Wir brauchen Y definitiv was mal. Alle Ultis sind ready, sehr schön. Ulti Rombo Combo können wir eigentlich machen. Incoming. Müssen wir eigentlich machen. Wir engagen aber auch immer als Ast. Das kann das sein. Das ist schon mal mega lustig. Sehr schön! Ich habe 5 Boots. Shoot. Annie? Ist nicht full life. Ach. Aber irgendwie habe ich trotzdem noch. Ah, durch meine Aura, glaube ich, oder? Durch meine Aura. Aber egal. Whatever. Wie ich auch den scheiß Assist bekommen habe. Es war schön. Das ist halt die Frage, was ich mir als letztes Item hole. Ob ich mir Dompanzer hole. Weil. Es sieht ja schon fett aus. Ja, oder ob ich mir noch ein bisschen Magic Dress hole für die Diana. Aber es ist nur einer, der Magic Dress hat. Und drei. Mega krasse Scheiße. Ich glaube, ich werde mir Dompanzer holen. Obwohl, ich werde mir dieses schöne Engage-Item holen. Ich glaube, ich werde mir Dompanzer holen. Ich habe mich entschieden für Dompanzer. Varus ist... not dead. Leute, ich komme. Tot. Alter Schwede. Krass Schade. So, eigentlich muss man Drake machen, weil Drake wäre eigentlich jetzt ein bisschen voll Start, die wir machen hätten können. Danke, danke, dass ihr den angegriffen habt! Ist der dumm und will der noch fighten? Was ist denn mit dem Verkehr? Kann man sich da draußen noch holen? Können sich Guardian Angel noch holen? Das wäre natürlich auch ein mega lustiges Item.
Auf die Leona und Guardian Angel? Einfach nur mal der Tank wird wiederbelebt. Wäre mega lustig. Ja, ich würde es feiern. Die Vi ist. Müsste jetzt auch mal langsam Tingi bauen, oder? Ich komme mein Freund! Ich schaff's nicht! Sie hat sogar geschafft. Why is the nice tank? So, einfach auf den 5. Drachen warten, ne? Und dann haben wir es eigentlich. Dann haben wir es eigentlich gewonnen. Müssen wir eigentlich gewonnen haben danach. Ich bin es aber trotzdem lieber an Überlegung, ob ich mir vielleicht das hole. Banshees. Oder eventuell Guardian. Welches Glory? Was hat er sich denn wohl? Aber ist definitiv noch ein Magic-Item. Was ich ja nicht habe. Ich habe ja nur Solari. Da kein richtiges Magic-Item. Ein Magic-Grass-Item meine ich natürlich damit. Wortbömmel Wolves. So, wo sind denn hier noch Boards? Keiner. Weil, lass dich nicht irgendwie wegfangen. Es wäre natürlich jetzt das Dümmste, was uns passieren könnte, wenn unser toller Jungler einfach mal so weggefangen wird. Das wäre natürlich nicht so toll. So, nochmal. Was hat sich denn so? Pass bitte auf. Sit da! Goblins! Ja, weg, ja. Was sind 200? 1350. Seit wann kostet denn dieses Item 1350? Oh Mann. Ich komme! Weg damit mit dem Dreck! Sehr schön, pushen! Können wir einen Babbel machen? Okay, keine Ruhe zu babbeln. Okay, Baron dann. Wollen wir jetzt wirklich Baron machen? Weg da. Ihr seid so gut wie tot. Sehr schön. Ja, das war jetzt mal wieder ein sehr schöner Fight. 40 Sack Drake. Es wäre natürlich jetzt unsere Chance, mit dem 5. Drachen da hinzukommen. Und dann das Spiel zu beenden, ja.
Ich bin groß, ich bin mächtig, ich bin die Leone. Drake, Leute, einfach Drake. Ich hätte einfach Drake machen können. Sticky Pee, Alter. Ja, Drake ganz einfach! Fünfter Drache, Leute! Ich sag's die ganze Zeit, wenn sie mich hören können. Ich bräuchte manchmal wirklich Curse Voice. Ich glaube, da würden sie mich erstens, glaube immer reporten. Die Kunden. Jo, ey, zweimal ja! Tot! Ich mach hier einen Double Kill, Leute! Ich mach am Ende noch einen Double Kill! Ich bin Leona! Ohne halt Minions, das ist halt das Problem. Wir haben halt keinen Baron Buff. Das kann man sagen, das ist wirklich noch ein größeres Problem. Können wir Bottom eigentlich durchpushen? Bottom eventuell? Okay. Ah, Leute, du machst kein Damage, Alter. Schaffen wir das überhaupt? Okay, die wollen das wirklich jetzt so lieber machen. Stopp's. Brauchst du's? Okay, sie ist tot. Wir müssen jetzt leider einen opfern. Wir hätten lieber auf die Minions warten können, aber es war halt schon ein bisschen dumm. Ich weiß halt nicht, ob man das so gut heißen kann. Gerade diese Aktion. Wir müssen halt jetzt warten. Sie ist 70 Sekunden tot. 70 Sekunden. Aber wir konnten jetzt ein bisschen was mit unserem fünften Buff anfangen. Es war jetzt schon richtig nice. Kann man sich nur einen Buff holen? Ich glaube, man kann sich wirklich nur einen Buff holen. Ich glaube. Ist gerade zu sehen. One minute. Ja, one minute. Ja, Step. Das ist wirklich deep. Fighten halt aber auch mit fünften Buff, das ist schon krass irgendwie. Wir haben jetzt glaube. Na gut, wir haben jetzt eigentlich glaube. Wir haben jetzt eigentlich, kann man so sagen, 2 gegen 3 gekämpft. Ah ne, 3 gegen 4 gekämpft, kann man so sagen. Haben 2 gekillt. Ja, wir müssen den halt glaube treffen, ja. Lass. Müssen den fallen lassen. Es ist jetzt einfach so, dass wir den fallen lassen müssen. Bottom Tower ist jetzt down. Aber Top Tower ist für den jetzt down. Ja. Toplane pusht ein. Muss Botlane? Einer muss definitiv Botlane. Tot, dem RGB. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Boah. Verpiss dich, Alter. Die anderen sind noch da gleich.
Ambe stirbt nicht. Du hast nicht irgendwie machen können, einfach nur einfach zu crewen, fertig aus, fertig ist der Lack. Aber nee, wir müssen jetzt nur irgendwie so sinnlose Dinger machen, wo wir reinspringen gerade. 30 Second Drake, ja, das ist jetzt 30 Sekunden Drake und es bleibt wieder 5. Drake. Da könnte man wieder den Fight für uns entscheiden. Aber wenn man es mal so nimmt, Rumble 30 Sekunden, 20 Sekunden noch tot. Annie und ich sind noch fast eine Minute tot. Oder ich zumindest 50 Sekunden und sie gleich 35 Sekunden. Also einfach jämmerlich, scheiße, muss man leider so sagen. Ah, die Frage, ob es jetzt besser ist, oder? Ja. Können Sie jetzt Ihren zweiten Drake holen? Natürlich ist es jetzt nicht so toll. Ja, Drake ist weg. Müsste weg sein, ja. Leute, ich bin noch nicht da. Ey, ich will jetzt nur sagen, ich bin noch nicht da, Leute. Oh, Leute. Leute, ich bin noch nicht da. Ich komme jetzt erst. Wieder seine Ulti Red? Ja, okay, da klar, wieder seine Ulti Red. Was macht sie denn da? Das wundert mich ein bisschen, was sie da macht. Alter, lasst euch nicht trappen. Wenn jetzt einer gehuckt wird, das ist tödlich. Ey, auch nicht mehr witzig. Exhaust hab ich. Lass mal ordentlich hinsetzen noch. Geh mal über Umwege weg. Wir wissen ganz genau, dass wir nicht mit Rumble fighten können. Weil dann bist du einfach deine scheiß Ulti hier. Leute, wenn wir das Spiel verlieren, das ist jetzt wirklich traurig. Ja, wir haben Phil das auch, weil wir drei Leute da sind. Von denen, irgendjemand kann das sicherlich denken. Wir brauchen halt noch, glaub ich, den Luschen noch dazu, um überhaupt zu fighten. Ja, wir sind jetzt erstens da. Ja, da war uns halt das da. Ich glaube, da kann das trotzdem nicht irgendwie halten. Ja, wir haben jetzt die Minions. Ja, GG. Daraus können nichts machen. Ich glaube, die zwei können nichts machen. Bezweifelt. Reißen jetzt schön die Base ein. Bezweifelt. Da noch was machen können, das würde mich wundern.
Wäre natürlich episch. Leute, sie würden es immer schaffen. Nein. Naja, Leute! Klasse. Wir hören uns beim nächsten Mal bei League of Legends. Ciao.